Hätte der Mensch nicht eines Tages das Erdöl und die Kohle entdeckt, also nicht die fossile Energie entdeckt, wie würden unsere Städte ausschauen, glaubst du? Naja, menschengerecht, logischerweise. Also wir hätten erstens andere Siedlungsstrukturen, überhaupt gar keine Frage. Viel kompakter, viel sozialer, viel nachhaltiger, obwohl eigentlich es gibt keine urbane Gesellschaft, die länger überlebt hat. Also Städte sind an sich eine Struktur gegen die Natur. Und wenn man da nicht aufpasst, wird das irgendwann einmal von der Evolution weggewischt. Das heißt, es hätte die Möglichkeit bestanden, mit wesentlich mehr Hirnschmalz, das ja seit damals praktisch verloren gegangen ist, das zu erzeugen, von dem man heute so viel redet und von dem wir so weit entfernt sind wie noch nie, nämlich nachhaltige Siedlungen. Wer jetzt deppert ist, um die Welt zu verstehen, die Organisation richtig zu machen, vorausschauend zu denken, muss später durch die Gegend hetzen. Und heute haben wir halt ein paar hundert PS in den Beinen und damit haben wir fast nichts mehr im Kopf. Das heißt, die Gesellschaft ist dümmer geworden, der Einzelne ist kurzsichtiger geworden, nur merkt man es nicht, weil das alles zugepflastert wird mit billiger fossiler Energie. Heißt es also, ein Mensch, der mit dem Auto fährt, dumm ist? Naja, er ist ja der Gefangene des Systems von heute. Das heißt, ich habe es ja auch geschrieben, das Auto ist wie ein Virus. Ein Virus verändert ja auch das Verhalten der Zelle. Und das Auto verändert das Verhalten der Menschen. Wir hätten nie so hässliche Städte wie heute, weil es holt kein Fußgänger aus. Das ist ja das Geheimnis, warum die alten Städte so schön sind, weil bei jedem Schritt was Neues geboten werden musste. Man musste eine Umgebung machen, die erträglich ist. Und heute können wir man braucht nur rundherum zu schauen, wie das da ausschaut, dann ist das eine Umgebung, die hält man nur mit dem Auto aus. Wir trauen ja da am Campus der neuen WU in Wien. Ja, ist, glaube ich, die größte Wirtschaftsuniversität in Europa. Ja. Und bin da reingekommen und das ist natürlich schon beeindruckend, weil so viele unterschiedliche Bauten von verschiedenen Architekten da stehen und so. Manche gefallen mir, manche denken mir, aber ist halt meine persönliche Wahrnehmung. Da war ich einen Tag lang herinnen, dann bin ich mit der Freda Meissner-Blauer zusammengesessen, weil die auch ein Gespräch mit mir geführt hat. Und irgendwie haben wir auch über das geredet, was da so ist, was zu sehen ist. Aber da waren Gruppen von 5, 6 Leuten. Waren wir, ja. Und dann haben wir alle gesagt, aber eigentlich ist es angenehm herinnen. Irgendwie, so schlecht ist das da nicht. Das ist zwar nicht wirklich schön unbedingt, aber es ist angenehm. Ja. Dann habe ich gesagt, na was glaubt ihr, was macht es so angenehm da herinnen? Es hat lange gebraucht, bis man drauf gekommen ist, es sind keine Autos. Sind hier keine Autos. Ja, ja. Du kannst dich bewegen, wo du willst, du kannst dich hinsetzen, wo du willst. Ja, also die Möglichkeit würde bestehen, dass wir sagen, okay, wir denken um. Ja. Ja, wir bauen Städte ab jetzt, das kann ich nicht von heute auf morgen, das ist ja klar. Dann brauchst du gar nicht bauen, brauchst nur umorganisieren. Du brauchst nur absperren. Ja. Das heißt, es geht um die politische Entscheidung, die Autos sukzessive aus den Siedlungen und Städten zu entfernen, kommt das Leben zurück. Das wissen wir in der Zwischenzeit. Das heißt, wir empfinden diese relativ primitive Architektur, die doch erinnern ist, dadurch sehr angenehm, dass wir einen Lebensraum vor der Tür sozusagen haben, keine Autos. Weil die Leute gehen dorthin, wo es angenehm für sie ist, wo es schön ist. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber das ist eben das Geheimnis, wenn ich in einer alten Stadt die Autos herausnehme, ist sie auf einmal voll mit Leid. Das ist überhaupt kein Risiko. Würde ich das aus einer neuen Siedlung machen, hätte ich meine Zweifel, dass dort was passiert. Weil diese neue Siedlung diese Schönheit, die intrinsische Schönheit nicht hat. Und vor allem, was damals und bis heute der Fall ist in diesen Strukturen, die sind unheimlich adaptiv. Die kann man über die Jahrhunderte für verschiedene Nutzungen verwenden. Und das ist heute noch eine ganz tolle Geschichte, wenn wir die Altstädte Salzburg oder auch Wien anschauen. Das ist ganz fantastisch. Das Gefühl ist schön. Ja, die haben, ist schön. Sie sind auch nachhaltig, weil so ein Objekt steht ja dann 5, 6, 700 Jahre. Das Auto gaukelt uns ja auch vor, nicht um das Auto, aber ich nehme jetzt das Auto als Beispiel, weil du da Experte bist, dass man Geschwindigkeit verwenden kann, um Zeit zu sparen. Also individuell funktioniert das. Individuell funktioniert das, im System nicht. Das heißt, wenn das System schneller wird, gehen die Ziele und Quellen auseinander. Also wir können das an zwei Phänomenen sehr gut beobachten. Das eine ist die Zersiedlung, das sind die Wohngebiete, die halt dadurch entstehen, dass man sich einen billigen Grund sucht oder eine billige Wohnung, die halt weiter draußen ist. Und das zweite ist die Konzentration, die ökonomische. Das heißt, mit hohen Geschwindigkeiten zerstört man alle kleinen Betriebe. Mit hohen Geschwindigkeiten zerstört man alle kleinen Geschäfte und man kommt zwangsläufig dann im Endeffekt in die Falle der internationalen Konzerne. Mit dem Auto verlierst du immer Zeit, weil du nichts anderes bist als ein blöder Esel, der lenkt und dem anderen ins Hinterteil schaut und seine Abgase einatmet.
Während beim öffentlichen Verkehr hast du deine Zeit gewonnen. Also der öffentliche Verkehr ist diesbezüglich natürlich sozial viel verträglicher. Auto ist extrem sozial unverträglich. Du nimmst den anderen den Platz weg, du nimmst den anderen die Ruhe weg, du nimmst den anderen die gute Luft weg. Also alles, was man eigentlich nicht machen würde, wenn man ein kultivierter Mensch wäre. Aber der Autofahrer ist kein Mensch, sondern das ist ein Autofahrer. Und der unterscheidet sich von Menschen viel mehr als die Insekten. Es gibt kein Insekt, das sich so schnell bewegt, dass es sich im natürlichen Umfeld selbst tötet. Es gibt keine Insekten, die den Lebensraum ihrer Nachkommen zerstören aus eigener Bequemlichkeit. Alles das machen die Autofahrer. Die Eltern parken dort und fahren dort, wo eigentlich die Kinder spielen und aufwachsen sollten, wo sie Sozialkontakte knüpfen sollten. Die Autofahrer rasen durch die Gegend und knallen dann irgendwo gegen einen Baum, weil sie natürlich mit ihren Sinnen nicht entsprechend ausgestattet sind und so weiter und so fort. Was ist das Gegenteil von fragil für dich? Fragil, das Gegenteil von ist resilient. Also robust. Robust in Bezug auf Widerstandsfähigkeit gegenüber zufälligen oder sonstigen Störungen. Nämlich, wenn man herausgefordert wird und ständig neue Aufgaben zu lösen hat oder Gefahren zu bewältigen hat oder Risiken oder Lebenssituationen zu bewältigen hat, nimmt die Fragilität ab. Nicht? Und bei uns ist es ja so, dass die Leute sehr in einem sehr gesicherten, ungefährdeten Umfeld leben können und dadurch auch eine psychische Fragilität erzeugen. Glauben wir nur das, was wir sehen, oder sehen wir nur das, was wir glauben? Also wir sehen selektiv, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir sehen, glaube ich, am Anfang als Kinder, wenn wir auf die Welt kommen und unsere Fähigkeiten der Wahrnehmung entwickeln, glaube ich, sind wir ganz toll drauf. Und je mehr wir von den Erwachsenen feststellen, wer wir sind und wer der Papa ist und wer die anderen sind und was ein Auto ist und sowas, umso enger wird unser Feld und erreicht dann sozusagen die größte Enge dann in der beruflichen Fachausbildung an den Universitäten. Und die Realität und die Probleme, mit denen wir es heute zu tun haben, wobei die Energie eine zentrale Rolle spielt, gehen aber quer durch alle Disziplinen. Es ist eine Längsschnittsgeschichte, die in beiden Richtungen von oben mit dem Zweck und von unten mit der Energie zu betreiben ist. Und das verstehen die alle miteinander nicht. Und das ist eine der Tragödien, vor der wir heute stehen, weil wir zum Beispiel eine falsche Maßzahl haben für das Handeln unserer Regierung, indem wir das Bruttonationalprodukt, eine Geldgröße, als Maßstab verwenden. Und Geld ist immer nur Mittel zum Zweck, kann nie Zweck sein. Das heißt, in dem Augenblick, wo die Politik ein Mittel zum Zweck macht, macht sie eine positive Rückkopplung und es erzeugt exponentielle Probleme und zerstört im Wesentlichen das Leben. Danke. Okay. Danke.